Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, als ich das Spiel gestartet habe, dass wir hier Verstorbene haben. Und wir, glaube ich, hier nicht ein einziges Krematorium stehen haben in der Stadt. Nope, haben wir nicht. Bedeutet, wir werden jetzt hier irgendwo mal ein Krematorium aussetzen müssen. Also mindestens eins mal hier. Dann tun wir noch eins hier drüben aufsetzen. So. Dann sollte ein Großteil erstmal abgedeckt sein. Friedhofsauslastung ist sehr hoch. Halleluja. Was wir auch noch machen. Oh, hier ist. Ja, stimmt. Unsere Wälder sind hier abgefackelt, obwohl wir hier eine Feuerwehr hingebaut haben. Dieses Mal kümmern wir uns darum, dass wir uns erstmal hier die Schienen anschließen. Bedeutet, wir brauchen Schienen. Wo waren die Schienen? Da waren die Schienen. Wo war der Bahnhof? Da unten. So, wo müssen wir den Zirkel hin? Da müssen wir hin. Und da ist die Anbindung. Kann ich die eigentlich auch noch, also wenn ich die draufklicke zum Beispiel, die höher machen? Dass die besser sitzt, ja geil. Nice. Also haben wir jetzt mittlerweile den angeschlossen. Hier fahren jetzt sogar schon Sachen rum. Es landen sogar schon Flugzeuge am Frachtflughafen. Also der Frachtflughafen läuft schon mal. Der Verkehr nimmt auch mittlerweile auf. Jetzt haben wir ja den Zug auch noch verbunden. Jawohl, es läuft. Es startet. Es beginnt! Jetzt wird hier wahrscheinlich ausgeladen. Ja, nice. Leute, da braucht ihr nicht unbedingt jetzt eine Ampel. Außerdem ist diese Anbindung eh bald überfällig, sobald wir hier eine Autobahnanbindung gebaut haben. Was jetzt aber noch für den Passagierflughafen von interessanter Bedeutung wäre, wäre eine U-Bahn-Station. Direkt hier. Jetzt ist die Sache, wo binden wir das denn an? Ich würde sie eigentlich an die rote Linie einfach anschließen. Oder wäre das schlau? Oder man schließt es hier an, geht von der Strecke aus der unterirdischen Unterführung. Das wäre vielleicht schlau. Also setzen wir mal von hier aus. Da muss man halt hier sozusagen umsteigen. Warum haben die das denn doch mit den Kanäken? Da kann ich noch nicht runter vorbei, okay. So. 180. Nehmen wir schnell noch da. Drüben wechseln. Wieder 180 hier rüber. Und immerhin wollen wir den Anschluss hier hin machen. So. Und dann kommt noch eine Route von hier einfach nach da vorne und wieder zurück. Personen sollten auch. Kann ich hier. Warte mal, geht das? Dass ich sozusagen. Ah, nee, scheiße, kann ich gar nicht, weil die Leute, die da rein wollen, müssen natürlich da vorbei, ne? Auf jeden Fall scheint es schon gut zu laufen. Fahren auch Züge dahin? Ja, da kommt einer.
Nice, aber der liefert gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Wie ist es eigentlich mit den... stimmt. Wenn die hier die Transporte raus... Oh, wir brauchen hier unten natürlich noch eine Müllversorgung. Total vergessen. Wir setzen mal die Müllversorgung hier vorne hin. Dann wir setzen die hier direkt neben. Und dann machen wir hier noch so eine Abfahrmöglichkeit. Nach da drüben. Ihr habt jetzt nicht ernsthaft für eine Autobahnauffahrt dann eine Ampel etabliert. Doch, haben sie. Aber so kann sozusagen man hier, von hier nach da noch wechseln. Hm. Eigentlich müsste man noch eine Unter... Ist hier eine Ampel? Ey, ihr unsere, eure Drecksampeln, die gehen mir auf den Sack. Vielleicht soll ich hier unterirdisch noch eine darüber setzen, dass man sozusagen hier einen Kreis auffahren kann. Rein theoretisch bedeutet, wir setzen hier an. Das ist ja die U-Bahn. So ein Mist. Die U-Bahn ist jetzt dezent störend. Komme ich da irgendwie so drüber, dass ich das... Da muss ich jetzt dann noch tiefer um die sozusagen zum Fahren. Ja, scheint so. So, und anschließen. Und die Ampel muss natürlich wieder weg. So. Ja, du kannst auch jederzeit irgendwie wechseln. Alter, jetzt geht's aber mit den Flugzeugen ab. Lecko mio. Wartet, stopp, Leute. Ja, das habe ich total vergessen. Die müssen jetzt bis davor laufen. Da gibt es jetzt einen einfacheren Weg. Man nennt es Fußgängerweg. Den etablieren wir jetzt mal schnell. Wir gehen hier drei nach vier nach vorne. 1, 2, 3. Der Ort ist bereits belegt, hä? Muss die noch höher? Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert von der Höhe her. Das ist der Abstand, der den nervt, oder was? Dann machen wir es halt so wieder runter. Ist doch auch wurscht. Sollte ich Enter drücken zum Anbauen. Das funktioniert natürlich nicht. So. Und dann setzen wir das einfach so hin. Weiter geht's. Leute, umdrehen. Der Weg ist neu und viel schneller. Weil die Leute wollen natürlich alle zur U-Bahn. Aber die U-Bahn... Ja, jetzt haben sie es kapiert. Jetzt dreht sogar ein Teil um, nice. Ja, sie drehen um. Sie haben gemerkt, dass das um einiges einfacher geht. Jetzt wird hier natürlich wahrscheinlich auch dann dementsprechend die U-Bahn genutzt werden, ne? Also wenn ich allein sehe, wie viele Menschen hier... Warte mal. Jetzt müssen wir hier vorne schnell deaktivieren, weil die natürlich deswegen dahin kommen. So. Dann funktioniert das mal zu 100% nicht mehr. Dann sollte die Benutzung auch steigen wie Hölle. Jetzt laufen die wieder zurück, die alle nach da vorne gelaufen sind. Und nutzen die Brücke. Alter, wie viele Flugzeuge hier landen? Was geht hier ab? Ich hätte nicht gedacht, dass das so heftig wird. Von der Nutzung. Oh. Warum stehen wir? Lass mich gerade, das ist eine Ampel.
Aber es funktioniert. Das finde ich gerade das Geile. Und was auch immer hier gerade geschieht, ist es komisch. So, warte mal. Das können wir aber ganz schnell ändern. Indem wir den beiden sagen, sie dürfen nur noch da drüben. Also wir tun immer die auf eine Spur rüber wechseln. Und dasselbe machen wir einfach mit denen auch. Ah, scheiße, ist ja falsch. Aber so wird es jetzt mal ein bisschen konzentrierter gemacht. So. Sollte es da auf jeden Fall... What the fuck? Diese wechseln! Hula! Da fahren auch die ganzen LKWs. Die kommen jetzt gleich von Hafen und allem. Da setzen wir dann aber auch mal... Also die Polizei kann ja hier überall tendenziell rumfahren. Bedeutet, wir setzen... Die sagen aber wiederum, hier, wir kriegen hier nichts. Größere Polizeistelle. Das gilt dann genauso wenig. Das ist witzig. Ich setze trotzdem hier mal jetzt eine Feuerwehr. Und ein Krankenhaus hin. Mit einer dementsprechenden Stromanbindung. So. Sollte ja fürs Erste passen, ne? Alter, das ist einfach heftig. Wie viel da... Da fliegen ja vor allem voll viele Flugzeuge. Hier. Bedient 461 Passagiere. Der hier transportiert Fracht ohne Ende. Der Hafen läuft. Hier auch, hier ist wieder tonnenweise an LKWs immer kommen. Wie geht's mit dem Zugbetrieb? Eigentlich ist der ja dazu da, die Sachen zu exportieren. Aber der liefert mittlerweile auch. Das muss ich jetzt kurz sehen. Jetzt kommen hier LKWs. Ach, ist es jetzt der Umschlagplatz Nummer 1 oder wie? Also rein theoretisch müsste ich hier noch so eine Spurwechsel veranlassen. Damit es da so rüber wechseln kann. Ja, dann passiert genau das. Dann werden die jetzt hier abgeladen. Eigentlich in sich fast ein geschlossenes System mittlerweile. Wie viel bedient es? 149. Aber das ist ja auch immerhin eine Zahl. Und das müsste ja dann sich alles hier vorne an der S-Bahn-Station niederschreiben. 415. Die Züge fahren natürlich dann hier überall wahrscheinlich straight hin und laden aus. Feuerwehr? Du bist hier genau vor. Feuerwehr? Wo ist unsere Feuerwehr in dem Moment? Ich habe irgendwie die böse Vermutung im Stau. Das staut sich schon wieder so alles. Ah, weil da eine Ampel ist. So schaut's aus. Wir haben da wieder so eine heißgeliebte Ampel. Drin, drin, drin. Aber es funktioniert bis jetzt auf jeden Fall gut. Flughafen und alles sehr aktiv. Wie schaut eigentlich mit unserem Gelände hier aus? Da habe ich jetzt zwar lange nichts mehr dran gemacht, aber einfach mal Industriegebiet Infos 12.000 machen wir. Also das ist heftig, ist schon heftig stark. Das müssen wir ja schon lassen hier. Wie schaut eigentlich mit Raketen aus? Kriminalitätsrate zu hoch. Ja, weißt du was? Du kriegst hier einfach eine kleine Polizeistation hin, dann ist wieder Ruhe.
War das jetzt eine kleine oder habe ich jetzt aus Versehen eine große? Ich habe eine große platziert. Dann soll die hier halt den nächstbesten Umfang um Kreis versorgen auch. Der Verkehr ist natürlich heftig auf unseren Autobahnen. Oha! Okay, Leute, aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!